Aber gut, Indo Cassio, da wäre kein Matchup gut gewesen, aber die Cassio rennt den Rice halt einfach runter. Ab einem gewissen Punkt. Und noch, weil da ist Und es das Zeug zieht sich gebannt, da an. nimmt man sich den nächsten Full Tank Jungler. Das ist die richtige Entscheidung auf jeden Fall gewesen, die Sejuani hier zu picken. Vor allem, weil sie besonders gut gegen den Graves ist. Ja, Aber Mann. auch sehr gut gegen den Wise anstehen kann mit der Sejuani Ulti und der Cassio Ult. Man hat ja auf jeden Fall schon genug Damage mit der Cassio, Schon. der Tristana und dem Mordekaiser. Und der Melvin im Chat. Ich wollte Yi haben. Den gibt es hier leider heute nicht. Dafür gibt es aber umso mehr Tank und Ja. spannendes Tank-Gameplay. Und die W kostet jetzt nicht großartig mehr. Es kostet, glaube ich, 10 oder 20 Mana mehr. Das ist nicht die Welt, aber auf jeden Oh. Fall kann Donnerdatar sich hier nicht beim nutzen. Invade erblickt, wird Oh! gestunt und ist das das First Oh! Blood? Nein, Oh er nein, kann es ist davon nicht das flashen. First Blood. Er kann davon flashen, aber sehr schön reagiert. Hier von Arctic Lynx. Oh, das war schade. Und hier geht. Da Graves geht hier wieder für den Red Buff zusammen mit Nah. Sejuani wartet darauf. Sieht jetzt, dass der Red Buff angefangen wird. Und versucht ihn vermutlich jetzt. kommt der TP von der Cassiopeia rein, aber ob da der Kill passieren wird? Nein, Nein. das war einfach zu weit weg, der TP. Muss auf jeden Fall gleich der Hedrick in die Base. Oh, Aber jetzt hier kommt ist direkt schon der erste der. Gank auf die Cassiopeia und das wird das First Blood. Das First Blood für Graves. Jemanden zu stunnen durch die Ultimate. Und vor allem mit Mordekaiser hast du halt auch nochmal dieses 1v1-Potential. Und damit kannst du halt die Gegner rausnehmen, wie kein anderer. Madonna Adapter hier. Auf jeden Fall wieder aggressiv dabei. Wird hier aber Jetzt jetzt wird hier gecatcht. engaged. Und Pascal er fällt. flasht hier. Jetzt wird Passe Oh. hier angegriffen. Da kommt der TP rein. Allerdings bekommt in dieser Kein Zeit TP von Ryze. Mordekaiser. Ryze bekommt den Solo-Kill auf. Cassio killt hier auch noch die Sejuani. Nah bekommt die Tristana. Und damit war das ein 3 zu 1 Trade. BF aus der Base. Die Christiana jetzt sehr, sehr stark. Vor allem was ihre Bomben angeht. Und durch den Dolch kann sie natürlich auch die Bombensteller usen und damit halt auch nochmal ihren DPS erhöhen. Hier springt sie jetzt einfach rein. Ich denke, die hat gedacht, dass sie halt mit der Ulti die Senna Innentürt knock-uppen kann. Das ist hier leider misslungen und dafür muss man mit dem Leben bezahlen. Ja, ich finde auch nicht, dass man hier für solche risky Plays gehen muss. Man hat das Scaling leicht Hier auf wird seiner er Seite. mit die Ulti gezündet, vielleicht. Jetzt wird der Gegner Mordekaiser. gleich groß. Aber kann man den Kill trotzdem holen? Ja, nein, Nein. da flasht Nah noch Oder? zur Seite. Oh. Der Mordekaiser flasht, aber es reicht nicht. Und gerade so noch die Transformation von Nah bekommen. Ansonsten wäre das hier in einem Kill für Mordekaiser geendet. Genau, auf jeden Fall muss man hier loben, dass Gemro auf jeden Fall beim Farmen sehr, sehr gut dabei ist. Ja. Aber vielleicht kann er hier rausgecatcht werden tatsächlich. Oh nein, da geht Mordekaiser Zufall und der Rise Damage ist jetzt schon mit dem ersten Item sehr hoch. Öfter in die Gegend tun, um das Ganze schneller aufzuladen, damit Mana die Mana verwerten kann und sie in AP umwandeln kann. Das Ja. wissen viele Spieler nicht, aber das sollte man auf jeden Fall als Wise tun. Jetzt könnte man für die Plate noch gehen, die auf der Man Mitte bekommt den ist. ganzen Turret. Damit 11. Auf der Minute der Botlane hat sie ja First Turret. natürlich. Ja. Habe ich ja noch. Das wurde ja so schnell gemacht, habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte außerdem die Kamera auf, nur auf dem Genbruch. Dass er einen Top-Play So. gemacht hat. Ja. Aber hier mittlerweile gewinnt Nah die Fight sogar. Und Mordekaiser hatte einen großen Passive-Schild, hat ihn aber nicht genutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob die W auf Cooldown war. Ich denke, die W war auf Cooldown, weil sonst hätte sie bestimmt benutzt.
Ja. Hätte er sie bestimmt benutzt. Na gut, ne, bei Jan Werder haben wir ja bei Mordekaiser auch gesehen, dass man da die Mordekaiser W Oh, nicht jetzt wird hier allzu nochmal ein wichtig. Oh! Catch gemacht. Ja. Der Flash da weg. Die Ulti kommt, Rak. die andere Ulti kommt. Jetzt könnte man den, weißt du, sogar Shutdown. Und der Shutdown Oh kommt mein auf die Gott. Cassio. Das war sehr schön gespielt von Nina auf Rakan. Direkt die Ult gezündet und auf den Ryze engaged. Zwei von beiden Alternativen. Wunderbar. Also, was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, dass auf jeden Fall Sejuani halt Grace outradet, einfach weil sie halt bei Tanky ist und weil sie halt als Tank durch ihre HP-Anzahl mehr Schaden macht. Ja. Das darf man nie vergessen und das wird total unterschätzt. Aber hier Währenddessen versucht doch. ultet Ryze auf den Mordekaiser drauf und zerstört ihn einfach komplett. Cassio Und wird jetzt wird hier ja auch auch Cassio gedeift. engaged. Die Aber Ult die kann man, glaube ich, verfehlt. gerade noch escapen. Ja, er entkommt. Währenddessen auch der Top Lane, wie ich vorhin sagte, Donnerdapter hier direkt zur Stelle. Findet hier leider nicht den Anschluss, den er finden möchte. Sejuani ist Und jetzt hier, um den Tower zu verteidigen. Aber die Range von Senna macht das schwer. Aber sie hat die Wave geklärt. Damit ist dieser Tower vorübergehend noch dort. Und du hattest recht, dieser Naskin ist mega cool. ja, das meine ich doch. Einfach die Toplaner nehmen sich hier vom Farm nichts. Da ist, wir haben mit drei Farm vorne. Das ist nicht aussagekräftig. Das ist ein AP-Pot. Farm oder nicht Farm oder ein Pink Ward. Keine großen Verluste. Man fängt jetzt auch wieder an, die Vision im Gegner-Jungle langsam zu vernichten. Und weil mir gefällt auf jeden Fall der Vision Setup für den oberen Jungle Bereich, dass man da auf jeden Fall gesagt hat, wir stellen den Pink Ward in den River und einmal in den River Bush, dass man da auf jeden Fall die ganze Vision hat nach oben hin. Ja, der ganze River ist ausgelöscht. Man kann jetzt genau beobachten, wie sie Sejuani zum Herald läuft und kann auch rechtzeitig aus der Midlane heraus moven. Genau, und jetzt versucht man hier für einen Catch zu gehen. Man natürlich denkt, dass Sejuani vielleicht für Mitte geht. Aber Jan Oh. werde hier in den Fight rein. Wird von der Rakan W abgebrochen. Und jetzt versucht man ihm zu helfen, weil jetzt ist der Call. Da kommt der Stun an die Wand. Es sind zwar leider nur zwei, keine fünf. Aber Jan Werder kommt hier raus und wird wahrscheinlich jetzt diesen Fight turnen. Oh. Und jetzt wird sich hier wahrscheinlich noch. Entweder wird sich das geholt oder der Herald. Ich glaube, man kriegt den Rissianer hier nicht mehr. Und man muss sich mit dem Herald zufrieden geben. Ja. Aber auch hier wieder drei Kills und der Herald und man hat nichts bekommen. Es ist sehr gut sichtbar, dass sich Mockingbird hier auf jeden Fall besser koordiniert und besser weiß, wo sie den nächsten Step zu machen haben. Genau, auf jeden Fall auch hier. Man merkt halt, dass Senna auf jeden Fall sehr, sehr stark ist und man auf jeden Fall sie hätte weggreifen müssen. Ansonsten wegbannen Ja, müssen. du hast den Ball gecallt gehabt, sie haben es nicht getan und damit müssen sie jetzt mit den Konsequenzen leben. Da sagt man sich hier, wir pushen auf jeden Fall bitte raus, dafür, dass ihr den Drake nehmt. Man weiß auch, dass man den Drake hier nicht contesten kann. Genau, also bei dem 11-2-Lied glaube ich, dass die denn das auch sehr, sehr leicht aufgefallen. Der wird direkt weg sein. Da wird man nicht viel Spaß mit haben. Aber Mockingbird ist um den Ward gelaufen und hat ihn nicht geklärt bzw. gesehen. Oh, Jetzt hier ist die wird man. 3-Mann-Nah-Ult. Und der ist weg. Die Champions sind alle weg. Ja. Oh, holy moly, ey, Das das sieht war man, aber wie eine stark die Bombe-Kombo. Kombo ist. Ryze, die Senna-Ult und die Nah-Ult. Aber jetzt Das kann man hier auf reicht jeden Fall aus. von die Oh. One gewinnen. Schöner Flash Hier von werden die Cassio. Outplays. Och, Ah, und das da ist Ignite. das Ignite. Was das Ignite? Das kam noch durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pardons. Ah ne, tatsächlich muss er noch eins mehr investieren, weil ich glaube, die Q von ihm hat sechs Punkte, die er da investieren kann. Und seine Ulti hat leider maximal nur zwei, Nee, was man mal. die E hat, glaube ich, die 6 Punkte.
Oder wir werden sofort sehen. Oder hat seine Ult mittlerweile 3? Nee, seine Ulti hat, glaube ich, 2. Und ich glaube, die Q hat noch ein 6. Soweit ich das in Erinnerung habe. Aber wir werden es gleich sehen. Wenn er Level 14 ist, dann wissen wir mehr. Ja. Ich würde ja auf jeden Fall nochmal versuchen, die Mitte zu pushen. Hier wird jetzt der Bot enttötet, jetzt die 2 direkt angegangen. Da lässt man sich gar keine Zeit. Jetzt engage man hier. Bekommen den ersten Kill. Sejuani überlebt sehr, sehr knapp. Während Nah die Mitte einreißt. Da muss man jetzt hin, man muss den Nah stoppen, bevor er noch den Inhib bekommt. Genau, und jetzt wird hier auch auf jeden Fall sehr, sehr starke. Sehr, sehr stark auf der Map gespielt. Von beiden Teams. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist Sejuani komplett zerplatzt. Durch das Black Cleaver. Das hat sich nicht angefühlt, als würde man einen Tank spielen. Ist fast fertig gescaled. Er nimmt. Da fehlt nur noch ein Item, das wäre vielleicht ein Void Stuff, den man hier bauen könnte. Ja. Man könnte hier jetzt sagen, während die den Baron möglich machen, versuchen sie den Drake, um die hier Mockingbird, die Drake Soul zu verhindern. Oh. Aber man versucht hier lieber, ja, der Rise Damage, den habe ich auch gerade gesehen. Man versucht das jetzt lieber, um den Baron zu fighten. Auch. Also es wird hier versucht, auf jeden Fall den Baron zu klauen. Das ist das erste. Man engagiert hier auf den Rise. Aber man hat keine Möglichkeit, diesen Rice. Oh, oder doch? Der Rice geht down durch die Tristana. Die Tristana bekommt den Shutdown. Und jetzt muss hier rausgegangen werden. Und das heißt, dass die Soul wahrscheinlich an das blaue Team abgeht. Und auf jeden Fall, man sagt sich, man holt sie aber erst dann inne. Damit das gegnerische Team einen Freipass in die nächste Division liefern. Genau, auf jeden Fall. Jetzt geht man hier direkt auf die Cassio, die wahrscheinlich die einzige ist, die irgendwo den Schaden verteilen könnte, den man braucht. Jetzt wird hier im Grunde einfach nur noch aufgeräumt. Das ist kein Teamfight, das ist ein Massaker. Und das ist das Game. Fall. Und damit wird dieses Spiel enden. Gambro ultet sich nochmal in die Base, weil er nicht ganz weiß, wie seine Ulti funktioniert, weil er sie nicht einmal benutzt hat. Das. Doch, er hat sie einmal benutzt, um unten den Mordekaiser zu solo-killen. Ah, oh, das stimmt. Das habe ich vergessen. Ich auch, das ging so schnell.